Hallo und herzlich willkommen zurück zu Murdered, So Suspect auf dem Ashland Hills Friedhof. Wir sind jetzt hier auf dem Friedhof. Wir sollen die junge Joy finden, die nichts Besseres zu tun hat, als sich hoffentlich hier irgendwo zu verstecken. Ja, dann schauen wir uns mal, was finden wir denn hier? Bedeutung von den Todbedrohungen. Ich musste nach dem Tattoo des Sensenmanns fragen. Ich weiß, es sagt, den Tod betrogen. Aber ich wusste nicht, wie er es getan hat. Oder warum. Dann zeigte er mir seine Narbe. So eine Stichwunde zwischen die Rippen hätte leicht tödlich sein können. Es ist ein Wunder, dass er am Leben ist. Und es hielt ihn nicht davon ab, wiederzustehlen. Er lernt es nie. Warum gefällt mir das? Ja, sie steht auf die Bad Boys, Bad Boys. Und gehen sie dann gleich im Baum umfällt. Taschenlampe haben wir offensichtlich auch keine. Ja, und eine Krähe. Krähen erinnern mich mal wieder an Resident Evil. Ja. Können wir da hinten hin? Können wir übers Wasser als Geist? Nein, können wir nicht. Da hinten ist ein Grab. Ja, kommen wir schon noch hin. Da bin ich eigentlich recht zuversichtlich. Hallo, was machst du denn hier? Bist du in Ordnung? Alles okay? Ich weiß nicht. Ich war so betrunken. Wir beide. In der einen Minute hat sie ihre Hände überall und in der nächsten bin ich im Wasser. Als ich wieder hochkam, war sie weg. Hat sie dich geschubst? Nein, nichts in der Art. Wie gesagt, ich hatte zu viel getrunken und verlor das Gleichgewicht. Ich war nur überrascht, dass sie danach einfach weg war. Etwas muss sie verschreckt haben. Ja, vielleicht deine im Wasser treibende Leiche. Was? Vergiss es. Ich weiß, ich sollte gehen. Aber vielleicht kommt sie zurück. Ich glaube, der hat dann nicht mitgekriegt, dass er dort ist. Ach, da ist er ja. Lässt einen die Wärme des Reviers vermissen, was? Deine geheime Besorgung war eine Taschenlampe? Sei still. Ich kann dich nicht sehen und wir reden nicht miteinander. Klar? An diesem Ort wimmelt es von Leuten, mit denen ich nicht das Geringste zu tun haben will. Hey, wir sind auch noch Leute. Im Buch steht, genau hier sei ein Mord geschehen. Aber ich sehe hier nur eine Menge Laub und Schlamm. Das kann keine Sackgasse sein. Nicht jetzt schon. Was soll ich nur tun? Überlass das mir. Wir sind ja ein Profi. Ich muss ermitteln, ob es eine Verbindung zu den Glockenmorden hier gibt. Ein Friedhof. Und Glocken. Frauen und Glocken. Ja, wird langsam alt, dieser Witz. Ich weiß schon. So, nachdem wir schon so sehr auf diese gute Frau hier hingedeutet wurden, gehe ich erstmal hier rüber. Und dann Details analysieren. Oh, was kann ich hier durch Beobachtung lernen? Abgefuckt, schlafen, trocken, verstorben, makellos, sauber, versunken, zerfetzt. Ist sie trocken? Makellos? Lebendig, zerfetzt. Versunken ist sie nicht. Nein. Also zerfetzt haben wir. Trocken. Ich kann es nicht sehen, ob sie trocken ist. Ich sag, nein, sie ist nicht trocken. Sie ist abgepackt. Ja. Und verstorben. Naja, gut. Ist
Geistermann sah Leiche. Ein anderer Geist sah die Leiche des Opfers den Fluss hinabtreiben. Er weiß vielleicht mehr darüber. So, und dann mal die Gute hier. Entschuldige, aber hast du die polizeilichen Ermittlungen hier vor ein paar Wochen gesehen? Nicht aus der Nähe, aber ich glaube, da war etwas hinter mir. Bin nicht sicher. Ein Ding an der Küste. Die Frau hat an der Küste etwas gesehen. Es hat vielleicht etwas mit meiner Ermittlung zu tun. An der Küste. Also entweder meinen die jetzt Ufer. Oder. Ja, hallo. Oder. Was ist denn da drin? Da scheinen ja öfters Leute durchzugehen. Es ist nicht so viel los hier drin. Nee, da ist echt nicht viel los. Auf der anderen Seite? Auch nicht. Okay, dann reden wir doch mal mit diesem netten Kerlchen hier. Was hast du gesehen? Was weißt du über das Mädchen, das hier angeschwemmt wurde? Dieses Ding schwamm neben mir im Fluss. Ich glaube, es ist in den Büschen dort gelandet. In den Büschen versteckt. Der Zeuge sah, wie etwas angeschwemmt wurde und in diesen Büschen landete. Muss rausfinden, was es ist. Und kannst du uns was sagen? Wahrscheinlich nicht, weil wir so gerade außerhalb sind. Was in den Büschen? Ansehen. Frische Fußabdrücke. Auf den zertrampelten Boden lassen sich keine klaren Abdrücke erkennen, aber dieser Ort war für die Ermittlung eindeutig wichtig. So, ins Wasser kann ich natürlich immer noch nicht gehen. Frage ist, wenn sie tot ist, wieso liegt dann ihre Leiche? Achso, sie haben sie nur als Dingens gesehen. Hast du vielleicht noch was gesehen? Ich bin mir sicher, dass es am Ufer war. Na toll. Und dann Leiche, wir haben hier Abdrücke. Oh, ansehen. Schwer zu erkennen. Dunkles Gebüsch. Es ist zu dunkel in den Büschen. Ja, da haben wir doch gleich jemanden um die Ecke. Haben wir noch was? Nee. Du komm mit der Taschenlampe rüber. Joy, ich brauche deine Hilfe, um etwas aus den Büschen zu holen. Okay. Siehst du was, Joy? Oh. Oh. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber mehr war da nicht. Ja, immer noch ein Haufen nichts. Das Seil kommt mir bekannt vor. Moment mal. Das kommt mir bekannt vor. Wo habe ich das schon mal gesehen? Da. Muster der Mordopfer. Signatur. Nein. Glockenmörder der Verdächtige. Updates Vermisstmeldung. Nein. Eins ist noch versteckt. Ich glaube, es ist im Muster der Mordopfer. Alle Opfer wurden vor ihrer Ermordung gefesselt. Ich muss flussaufwärts und rausfinden, wie sie gestorben ist. Ich sag's besser, Joy. Ziel erfüllt. Gemeinsamkeit der Glockenmörderopfer. Das weist Ähnlichkeiten zu anderen Glockenmorden auf, aber ich muss weitere Informationen finden. Ihre Leiche wurde angeschwemmt, also wurde sie flussaufwärts ermordet. Aber wo?
Kilometer an Flussbänken auf beiden Seiten. Da kann ich genauso gut eine Nadel in einem Haufen von Nadeln suchen. Nein, du Genie. In dem Fall wär's ein Nadelhaufen, in dem es von Geistern wimmelt. Wünschte, wir könnten sie fragen. Weißt du? Sophia. Heilige Scheiße, vielleicht können wir das. Das ist der Geist, der mich beobachtet hat. Dieses Mädchen wollte mich nicht in Ruhe lassen. Das ist sie. Die auf dem Foto. Verdammt, hör auf damit, ja? Warte, lass mich nicht allein. Hast du das gesehen? Ja, sie hat mit dem toten Polizisten gesprochen. Ein kleiner Gefallen. Gib ihr eine Chance. Bitte. Hey, ich brauche Hilfe. Bitte. Oh. Hörst du das? Ja, natürlich habe ich das gehört. Dämonen. Scheiße. Das Mädchen, das mich auf dem Friedhof beobachtet hat, ist das Mordopfer. Ich muss sie finden und es sind ja randvoll mit Dämonen. Na, schönen Dank auch. Sprich mit Joy. Wo sind sie? Oh, da hinten sind sie. Na, klasse. Also da hinten sind sie auch gut aufgehoben. Solange sie da sind. Was Neues von Sophia? Nein, ich habe sie noch nicht erwischt. Warum redest du dann mit mir? Ja, das wird... Was ist das? Wahnsinn. Warum ist das hier? Schaufel des Totengräbers. Warum liegt hier eine Schaufel? Gräber werden nicht mit Schaufeln ausgehoben. Und wenn sie Teil des Verbrechens wären, hätten die Cops sie mitgenommen. Berechtigte Frage. So. Dann schauen wir mal, wie wir uns hier am besten anschleichen können an die. An die Jungs da. Ich muss jetzt erstmal den ersten da frei. Sich Dämonen nähern. Das Halten von F spürt Dämonen auf. Ja, das wissen wir mittlerweile. So, da ist einer. Jetzt wird wieder lustig. Jetzt kann ich mich wieder beweisen, wie, oh, schön, wie dappig ich bin, wenn es um Dämonen und um schnelle Reaktionen geht. Ja, komm ruhig her, mein Kleiner. Komm. Komm zu Papa. So. Yay. Das war der erste Streich. Nur mal schauen. Da läuft einer. Hier drüben läuft einer. An den können wir uns vielleicht noch ranschleichen. Ja, das ist, glaube ich, zu weit weg. Dass er uns sieht. Da ist er. Und komm her. Hey, wir sind doch richtig gut. Schon zwei beim ersten Versuch. So, jetzt wollte ich mal an den da rankommen. Dann müssten wir von der anderen Seite ran. Schaut zu uns weg. Und da schaut er lang. Er kommt zurück. Na komm, Beeilung, mein Guter. Dich haben wir uns auch gleich. So. Komm mal her, mein Guter.
Du bist eigentlich das Schwierigste, weil bei dir kann ich schlecht flüchten. Yay! 3 von 3. Dämonen vernichtet. Nenn mich Egan Wankman. So, was haben wir denn hier? Ablenken. Achso, ich hätte ihn ablenken können. Ja, das hätte ich auch machen können, aber das wäre viel zu einfach. Das machen wir hier im direkten Durchlauf. Sammeln. Ein Spaziergang über den Friedhof. Friedhöfe faszinieren mich besonders, die alten Teile. Ich schätze, es ist wie ein Museum. Ronan, wie der Held, der er ist, kam mit mir mit und hörte sich geduldig an, wie ich von Kolonialgouverneuren, die hier beerdigt wurden, und von Massengräbern der Pestgruppe von 1660 und der am Gelbfieber gestorbenen Kanalarbeiter plapperte. So viel Leben und Tod fand in dieser Stadt statt. Und was für ein friedlicher Ort, um eine Perspektive zu all dem zu gewinnen. Da heute habe ich ein bisschen Sprachprobleme. Ich weiß auch nicht, was da los ist mit mir. Nichtsdestotrotz. Also sie geht gern über den Friedhof. Also, ich sag mal, wenn es ein schöner Friedhof ist, so ein bisschen schön angerichtet und so, okay, aber das Ding ist ja hier eher, naja, angsteinflößend. Ashland Cemetery. Silent Shores, die stillen Ufer. Und hier können wir gar nicht so falsch sein. Keine Dämonen bei den Bräuten, nein. Komm Hallöchen. Schon, Mann. Kann doch nicht so schwer sein. Was macht ihr denn hier? Ja, versuch du es. Wessen Idee war das? So viel Spaß hatte ich noch nie. Ein Brecheisen mitbringen sollen. Na klar. Was tut er hier? Wir schleppen ab jetzt immer ein Brecheisen mit, wenn wir das sind. Da hinten ist was und ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Hey, entspann dich. Na, wir können einfach mal hier reinschauen, zum Beispiel. Da kommen wir nirgendwo durch, hier auch nicht. Okay, dann gehen wir da durch. Wie ist denn das eigentlich, wenn ein Geist mit einer Geisterwaffe auf einen Geist schießt? Wird man dann geistig tot, oder? Mal fragen. Wer ist der Held? Was ist der ganze Mist? Wer ist der Held? Herr Kleiner, wer war der Held? Mein Urgroßvater. Ich habe einige seiner Sachen auf dem Dachboden gefunden. Hab sogar einen Schluck aus seinem Flachmann genommen. Allerdings spricht keiner in der Familie über ihn. Ich denke, das liegt an seinen gruseligen Kriegsgeschichten. Muss toll gewesen sein, jemanden mit dem Bajonett aufzuspießen oder ihm das Hirn rauszublasen. Vertrau mir, Kleiner. Solche Sachen vergisst du nie. Du wirst dir nur wünschen, du könntest es. Na und? Er war ein Held. Ich würde alles tun, um so in Erinnerung zu bleiben. Stattdessen halten die Leute mich für einen Feigling, der Selbstmord beging. Tut mir leid, Kleiner. Ich hab's nicht getan. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin kein Feigling. Und wenn ich noch leben würde, würde ich jedem, der mich so nennt, die Kehle durchschneiden. Okay, okay. Heikles Thema. Versteh schon. Okay. Was machst du dann hier? Leute wie du werden es nie verstehen. Also gut, die kommen hier auch nicht weiter. Das geht ja einfach nur darum, dass die da draußen rumstehen. Kann ich euch helfen? Das wird nicht gut ausgehen. Wahrscheinlich nicht. Hier ist Stein. Ja. Da ist was an der Wand. Sobald ich auf die andere Seite gekommen bin, ist das Problem, glaube ich, auch gelöst. Warte mal. Och, Menno. Kommen wir hier durch? Nein. Tja. Kann man hier durch?
Hier ist... Oh, ein Glockenmörder-Symbol. Graffiti. Glockenmord-Graffiti ist vermutlich nicht das Werk des Mörders selbst. Gefahr des Kultstatus an Officer in der Nachbarschaft weitergegeben. Achso, aber wie haben die normalen Leute das jetzt geschafft, in die Gruft hier reinzumachen? Ich meine, es ist ja nicht jeder ein Geist, der durch eine Tür durchläuft. Das ist schon ein bisschen strange. Ja. Nun gut. Dann haben wir auch schon wieder eine Folge vollgekriegt. Ich danke euch dafür fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch nicht so sehr gelangweilt. Eigentlich nicht, weil man genügend Dämonen erlegt. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.